Na, Kollege, ich dachte, ich komm dich mal besuchen. Na ja, wenn das sein muss. Ja klar, und eins und zwei. Ah, fuck. Na komm schon, hör doch auf zu lachen, du Arschloch. Ich hab dir jetzt schon 150.000 Mal erzählt, dass du deinen Zaun so ein Stückchen weiter nach links bauen hättest können, damit die Leute, wenn sie zu dir kommen, nicht jedes Mal über so einen blöden Zaun springen müssen, weil die alle zu doof sind, den Gehweg zu benutzen. Aber du springst doch auch immer. Hör mal, das tut hier nichts zur Sache. Darum geht es auch ja nicht, ob ich jetzt hier springe oder nicht. Das Problem ist, dass ich jedes Mal auf die Fresse falle und dein Zaun mir im Weg steht. Weißt du? Trevor, nun überleg doch mal bitte, wirklich. Echt jetzt mal. Wie lange kennen wir beide uns jetzt schon, ha? Seit circa 20 Jahren. Mhm. Und seit 20 Jahren steht der Zaun da. Und du stolperst noch immer darüber. Halt, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht... Oh. Ja klar, jetzt bin ich das wieder schuld, wa? Genau. Mhm. Ich bin also wieder der Blöde, ja? Wer von uns beiden baut denn bitte einen Zaun von gerade mal 50 Zentimetern Höhe in seinen scheiß Vorgarten rein? Komm mal her. Und bam! Siehste, schon hätt's in peine Fresse, weil dieser blöde Zaun nichts bewirkt. Mann! Oh, 50 Zentimeter! Ja, Für einen Gartenzaun! Ich komm grad, warte, ich muss mal... Boah, Junge, das ist... Verdammt nochmal! Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nee, warte mal bitte, echt. Boah, ist das ein Scheiß. Du baust, ehrlich, also jetzt im Ernst, ich verstehe das nicht. Du willst hier irgendwie... Okay, pass auf. Ich lass den Zaun so stehen und du springst einfach nicht mehr drüber, okay? Okay, scheiß drauf. Ja. Na also, das ist doch genau das, was ich dir schon seit circa 20 Jahren versuche beizubringen. Du musst nicht über diesen Zaun springen, du kannst einfach dran vorbeigehen und den Gehweg benutzen. Hm? Weißt du, der Gehweg, das ist halt so Standardkacke. Ich will hier hinkommen und dann über den Zaun springen. Und dann will ich wieder aufstehen und sagen, was ich für ein geiler Typ bin und hey und geil und jetzt mal im Ernst, du bist bis jetzt jedes Mal auf die Fresse geflogen. Ach ja? Jedes Mal, Trevor. Vielleicht sollte ich das einfach andersrum probieren. Ich könnte ja rückwärts über den scheiß Zaun springen und dann wirst du Augen machen, wenn ich mich verletze. Ja genau, dann werde ich mir nämlich aus Versehen den Hinterkopf aufschlagen und dann zeige ich dich an, weil du zu blöd bist, einen Gartenzaun zu bauen. Ist dir bewusst, dass dir das niemand glaubt, oder? Ich werde springen, mein Freund, und zwar rückwärts.